Vielleicht rollt er sich jetzt ja endlich mal aus. Ich würde gerne Kühe füttern, aber ich kann es nicht. Ich habe keine Möglichkeiten, die Kühe zu füttern. Keine Silage. Ja, genau, keine Silage und deswegen sind die Futtertrüge leer. Tut mir leid. Hallo, ihr müsst euch von Wasser und hier Gras ernähren. Von Wasser und Liebe. Na? Oh, das Wasser sieht aber cool aus. Da hat aber jemand ein bisschen Türkis zu viel reingekippt, ne? Naku, ist klar. Was ist das hier eigentlich? Wieso liegt hier eigentlich ein abgestorbener Baum? Was soll das? Was macht eigentlich unsere Wiese? Diese Wiese, was macht die Wiese? Die sieht gut aus, ne? Hier drauf kann man echt mal Picknick machen oder so. Was sagen überhaupt die Wiesen? Die Wiesen sagen, ja, nee, alles gut. Hier ist noch ein Wachstum. Die anscheinend nicht mehr, ne? Die auch nicht. Wir haben ja auch hier noch ein bisschen was rumliegen, ne? Das müssten wir eigentlich auch mal zusammensammeln. Ja, die Wiese hier ist eindeutig noch im Wachstum. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die brauchen noch, bis sie fertig ist. Aber diese ganzen anderen kleinen Wiesen könnten wir uns eigentlich auch mal vorknüpfen. Beziehungsweise hier ist ja eine ganz große Wiese, ne? Wie sieht das eigentlich aus mit dem Schmetterling? Ich habe ja das Vorderteil gekauft. Oder habe ich den kompletten gekauft? Ich habe den das hintere Teil habe ich noch nicht gekauft. Das kostet 52.000. Das machen wir mal. Das habe ich jetzt gekauft, genau. Wo steht das jetzt? Das steht natürlich hier. Das lasse ich mir mal kurz nach Hause liefern. Und wo steht der restliche Schmetterling? Da ist jetzt ein Teil. Wo steht der restliche Schmetterling eigentlich rum? Das müssten wir jetzt erstmal wieder suchen, ne? Pass mal auf, ich skipp mal ganz kurz durch die Geräte. Ach, da oben steht das, ne? Ja, da steht das rum. Alles klar. Wo ist der New Holland? Dann wird Ernie jetzt ein bisschen Gras mähen. Dann darf Ernie ein bisschen Rasen mähen. Wo bist du? Da bist du, Ernie. Auf geht's. Auf geht's. Zack. Einmal Vorwärtsgang. Und dann fahren wir mal los und holen uns das ganze Mähzeug und machen mal ein bisschen die Wiesen ganz platt. Oben bei dem Kuhstall ist ja auch noch eine Wiese. Da können wir auch mal ganz kurz rüber juckeln. Hinten bei uns am Hof ist eine Wiese, da können wir rüberjuckeln. Ja, da gehen wir mal bei. Mal gucken, wie das so wird. Also ein bisschen weiter Gras sammeln, weil Gras ist ja doch auch eine gute Sache. Rein theoretisch könnte ich auch Gras bei den Tieren erstmal füllen zum Füttern. Aber das ist dann wiederum Verschwendung auch so ein bisschen, finde ich. So, zack. Ja, natürlich. ich muss zu Ernie natürlich. Weil jetzt steht der Schmetterling. Steht da natürlich im Weg gerade. Muss ich mal abkürzen. Moin. Ich muss eh vorbei. Du kommst eh nicht weiter, wenn ich nicht vor dir links fahre, wenn ich das nicht erledige. Guten Tag. Ich muss hier mal was mitnehmen. Ist das richtig rum so? Ja, ne? Zack. Ja, sehr schön. Jetzt noch vorne das Schneidwerk ran und dann haben wir alles. Oh, tanken. Obwohl, tanken können wir gleich, wenn die anderen alle durch sind. So, das Gewicht stelle ich einmal ganz kurz hier mit ab. Das stellen wir hier einmal ab. Zack, zack. Ich weiß, dass ich jetzt wieder ein Gewicht wahrscheinlich an einer unmöglichen Stelle habe, wo ich wahrscheinlich niemals drauf kommen würde, dass ich... Mist, jetzt bin ich da hingeblieben, da oben. Wo ich wahrscheinlich niemals drauf kommen würde, dass ich da ein Gewicht hingestellt habe. Aber vielleicht erinnere ich mich denn doch daran. So, ich muss auch mal ganz kurz tanken. Beziehungsweise wir gucken mal an, was der Steier schon wieder hat. Sehr interessant. Wie war das nochmal mit nicht den Tag vorm Abend loben und solche Geschichten? Ist immer das Gleiche.
Aber vielleicht hat der auch irgendwie nur einen komischen Wendekreis und ist deswegen da wieder reingefahren. Das kann natürlich sein. So. Ich werde ihn mal hier drauf setzen. Und ja, dann ditcht er nochmal hinten den Anhänger an. Das ist aber nicht so schlimm. So, voll? Oh, er ist noch gar nicht vollgetankt. Ich wollte gerade sagen, ey. TTV hängt fest. Achso. Ja, Stau. Ganz normaler Stau. Solange er stehen bleibt und nicht einfach auf die Idee kommt, reinzufahren und dann halt einen Unfall verursacht, ist das eigentlich alles ganz in Ordnung so. Gefahr ist halt tatsächlich, wenn er reinfährt und... Ja, das hier ist nämlich die Gefahr da dran. Wenn er tatsächlich reinfährt und dann halt hängen bleibt. Naja. Kann ja keiner davon von Dings erwarten, dass es in irgendeiner Art und Weise intelligent wäre. Das ist ja sehr utopisch zu denken, dass hier der Farming Simulator in irgendeiner Art und Weise schon halbwegs intelligent wäre. Das ist ja. Habe ich eigentlich damals einen Grund gesagt, warum ich nicht den großen Schmetterling gekauft habe? Ich glaube, es war einfach nur das liebe Geld, mir was gefehlt hat. Weil jetzt für 50.000 hätte man natürlich auch guten Trecker kaufen können, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Gras ist auch immer so eine Sache, das darf man nicht unterschätzen. Also jetzt ist mir zwar die Silage ausgegangen, aber die Silage kriege ich gleich auf einen Schlag ziemlich schnell wieder aufgefüllt. Sobald das Fahrsilo hier voll ist, das sieht nämlich schon ganz schön voll aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Da geht noch ein bisschen was, aber viel ist es auch nicht mehr, ne? Ne, 90% ist das schon. Gut, das ist natürlich auch noch ein kleines, das sind nur 300.000, ne? Aber trotzdem, ey, das ist bald zu. Also von dem her, Gras oder Silage habe ich jetzt gleich wieder fix 300.000. Ne? Das muss ich einmal nur durchgehen, beziehungsweise ich hole ja auch was aus der WGA rüber. Und dann haben wir wieder ganz fix Gras. Aber Silage meine ich natürlich, haben wir ganz schnell wieder Silage. Aber Gras ist halt immer so eine Sache. Ne? Das müssen wir immer konsequent nachholen. Da dürfen wir nicht nachlässig werden. So, ich mache mal hier eine Feldrandgeschichte. Zeichne mal das ganz grob hier auf. Mal gucken, wie wir das schaffen, wie das läuft. Aber grundsätzlich einmal hier so entlang gezogen. Genau. Mal schauen, das ist jetzt ja auch Gott sei Dank nur eine Wiese. Das heißt, es muss jetzt nicht akkurat oder super akkurat sein. Es war natürlich immer schön, dass wenn wir, je mehr wir mitnehmen, umso besser. Aber wenn das nicht so viel ist, dann ist es auch nicht so schlimm. So. Zack. Einmal stoppen. Und dann ist das hier nämlich KL Wiese Kuhstall. Kleine Wiese Kuhstall. Da machen wir jetzt ein Dings, einen Kurs draus. Aktuell geladener Kurs, genau. Wir sind aber breiter als 6,6 Meter jetzt, oder? Mit dem Schmetterling sind wir doch jetzt um einiges breiter. Alter, guck mal, wie viel wir jetzt haben hier. 10 Meter? 10 Meter, wow. Gut, da gehe ich mal auf 9 Meter runter. Das reicht dann. Ich lasse ihn starten im Nordosten. Will ihn Richtung Süden haben. Er soll nicht dort beginnen. Machen wir zweimal zum Schluss. Mal gucken, wie das wird. Und dann schicke ich ihn mal auf den ersten. Mal gucken, was er daraus macht. Wie sieht die Strecke eigentlich aus? Ist schon so ein bisschen hin und her, ne? Aber es wäre bei beiden so gewesen. Das ist halt so ein schräges Feld, ne? Das ist ein bisschen schräg, das Feld. Ist ein bisschen schräg, das Feld. Aber ist nicht schlimm. Das ist jetzt eigentlich auch, ich habe da auch Mähwerkstrecken angelegt, ne? Mähwerk? Genau, Mähwerk 5,9. Den können wir mal machen. Ne, gar nicht wahr. So. Ich will das abspeichern. Und zwar ist das ja KL Wiese. Mähwerk. Oder Schmetterling. Ja, mit Schmetterling müsste ich eigentlich auch wissen, was gemeint ist. Super. Dann suche ich nämlich später einfach nur noch Schmetterling und dann habe ich die ganzen Schmetterlingstrecken. So, festgefahren und an einer Stelle, wo ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass es noch passieren würde.
Okay, kann passen. Aber tatsächlich nicht gedacht, dass es da nochmal passiert, weil der hat ja hier voll viel Freiraum. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er diese kleine Insel an Frucht da nochmal. Wollt er die umfahren? Pass mal auf, ich schnapp mir mal ganz kurz 10 Hexen. Ich will mal... Fahr mal... Wir wollen mal weiter rüber. Noch weiter rüber, noch weiter rüber, noch weiter rüber. Eigentlich, jetzt habe ich ihn rausgehauen, ne? Dadurch, dass ich jetzt rückwärts fahre, kommt er nicht mehr mit, oder? Ne. Okay, ich will nämlich diese kleine Insel da haben. Weil es könnte nämlich sein, dass er wegen dieser kleinen Insel, er wollte die Frucht umfahren, ist dann halt nicht über diese kleine Insel gefahren und hat dann gesagt, okay, ich hänge irgendwie im Wald. So kam das. So kann das vielleicht zustande gekommen sein. Deswegen will ich diese kleine Insel hier weghaben, weil dann hätte er nämlich keine Frucht mehr, die er umfahren muss. Ich gucke übrigens, dass ich diesmal wieder Musik untermache, weil es sind ja doch einige gewesen, die haben gesagt, okay, es fällt auf, wenn jemand sagt, dass da keine Musik mehr drunter ist, dann fällt es auf, dass keine Musik mehr unter ist. Also ich werde mal gucken, dass ich nachher vielleicht noch ein paar neue Tracks mal wieder raussuche aus der Bibliothek und mal was Neues zusammenstelle und einfach mal unterschmeiße. Ja, alles klar, schön aufgebockt. Hatte der gerade eben nur noch 6 drin? Ja, der wird gleich zum Auffüllen kommen. Der wird gleich zum Auffüllen kommen. Zack. Ah, schade. Ich hätte das gern gehabt mit eingeschlagenen Reifen. Eingeschlagener Lenkung. Gern gehabt. Ist eigentlich schon cool, ne, wie sich das Ganze bewegt. Darauf achtet man eigentlich gar nicht so sehr. Man achtet gar nicht mehr so sehr darauf, dass eigentlich alles sich so harmonisch bewegt und so genial aussieht, muss man ganz ehrlich sagen. Zack, mal ein Bild gemacht. Man muss viel mehr Screenshots machen, meiner Meinung nach. Es werden viel zu wenig Screenshots gemacht und ins Internet gestellt, heutzutage. Kappa. Guck mal, jetzt haben wir hier nämlich schon wieder eine gemähte Wiese. Genau, du hast deine Aufgabe fertig, das hast du auch gut gemacht. Jetzt können wir nämlich gleich mal runterfahren zu, wir haben ja unten beim Hof haben wir auch noch 2-3 Wiesen, ne? Die können wir auch mal ganz kurz abmähen. Oh, ich fahre hier mit dem Schmetterling vorbei. Nicht, dass ich ihn trigger. Triggert. Nope. Nope. Nicht getriggert. Aber ich bleibe am Baum hängen. Sehr schön. Einmal schön am Baum aufgebockt. Wir könnten natürlich auch Wasser holen, ne? Anstatt hier solche Mähgeschichten zu machen. Fällt mir gerade ein. Ist das hier oben auch eine Wiese? Ist das hier oben auch eine Wiese? Oder ist sie so klein? Nee, das ist. Da vorne ist eine Wiese, ne? Das ist keine Wiese. Sie sieht zwar grün aus, ist aber keine. Hier ist wieder eine Wiese. Das heißt, wir machen hier auch mal eine Kursaufzeichnung. Und das ist dann ja Feld 14 Wiese, ne? Sozusagen. Die ist eigentlich auch recht gut. Recht groß, mehr oder weniger. Oh, da ist so eine Zunge drin, ne? Oder das irgendwie ist da ein Baum drin? Oder sind auch ein paar Bäume drin? Aber es kann sein, dass es gar nicht... was ist das denn jetzt hier? Hier geht es ja doch ganz schön weit runter, ne? Sehe ich gerade. Stimmt, da vorne ist der Zaun, alles klar. Das heißt, wir müssen hier einmal umdrehen, vorsichtig. Nicht, dass wir zu dicht an den Zaun rankommen und da dann irgendwo hängen bleiben. Das wäre auch uncool. Dann geht das hier wieder hoch. Das wird eine interessante Strecke. Das wird eine sehr, sehr interessante Strecke. Mal gucken, was CP da draus macht. Ich werde, glaube ich, sehr, sehr viel Vorgewende nehmen. Damit das einigermaßen gut wird.
Weil ansonsten, ja, da vor allen Dingen der Stein in der Mitte, der wird mir, glaube ich, einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Der ist ja nicht umfahrbar. Das wäre noch schön, wenn man irgendwie CP sagen könnte, hier, das Gebiet musst du bitte auslassen. Aber das wäre, glaube ich, zu viel verlangt. So, Feld 14, Wiese. Genau, das erstmal abgespeichert. Ja, aktueller Feldrandkurs. Ich würde den gerne im Nordwesten starten lassen. Nordwesten und dann Richtung Süden. Ich nehme tatsächlich mal das Maximale, was wir kriegen können an Vorgewände. Und wir haben hier tatsächlich nur noch ein bisschen in der Mitte, da wo tatsächlich der Stein ist, ne? Da wo der Stein ist. Und das Gebiet würde ich tatsächlich auch auslassen. Und dann hier einfach hier in den Rundkurs reingehen. Oh, verkehrt rum, ne? Sehe ich gerade. Da fährt er raus. Genau, dann würde ich nämlich hier reingehen wollen. Nicht bei am ersten Punkt, sondern hier am nächsten. So. Feld 14, Wiese. Schmetterling. Oder das, was an Schmetterling geht. Wenn nicht der ganze Schmetterling geht, dann geht halt nur ein bisschen Schmetterling. Aber das ist ganz cool. Jetzt kann er nämlich hier im Kreis fahren. Hier hat er jetzt einen kleinen Stein. Dafür hat er aber. Der hat keine Kollision, alles klar, das ist in Ordnung. Und dann fährt er jetzt hier weiter rum. So cool, das gefällt mir. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinen Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der Map Two Rivers dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.